Das klingt erstmal komisch, aber ich möchte aus diesen Chips Kartoffelbrei machen. Ich habe sie mit einem Mandeldrink in einen Topf gegeben und den Deckel drauf gemacht. Sobald sie weich sind, zerstampfen wir alles und geben ein wenig Muskatnuss dazu. Natürlich habe ich das auch probiert. Ich habe es mit einem veganen Schnitzel angerichtet, hat so geschmeckt wie weiche Chips. Ich fand's lecker, zu wild.